Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen Herrn da, er ist Professor für biopsychosoziale Resilienz. Und dieses Thema, diesen Titel möchte ich Ihnen heute in dieser Sendung ein bisschen näher bringen, sodass wir verstehen, um was es hier geht in dem Bereich der Wissenschaft, der Gesundheitswissenschaft. Ganz herzlich willkommen, Professor Dr. Urs Gruber. Schön, dass du da bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Bin sehr gerne gekommen und neugierig, was jetzt passiert. Ja, ich auch. Wir lassen es fließen. Ja. Nein, es geht wirklich um diese biopsychosoziale Resilienz. Ich habe das Wort früher noch nie gehört. Ich vermute ein bisschen, es geht auch um Energien im Körper. Es geht um die Psyche einzubeziehen in die ganze Medizin. Und ich glaube auch, dass es eben Energien gibt innerhalb des Körpers, wo eben auch für die Medizin wichtig ist. Aber du bist der Professor. Mhm. Bitte, erklär es mir bitte. Vielleicht kurz zu der Begrifflichkeit der biopsychosozialen, das ist einmal etwas, was wir nachher vielleicht ganz kurz aufteilen können, aber vielleicht erst der Begriff der Resilienz. Resilienz ist teilweise jetzt in aller Munde, ist so ein Modebegriff, den gibt es aber schon sehr viel länger, zum Beispiel in der Technik. Kannst du vielleicht so erklären, nur damit man eine Vorstellung hat, würde ich gerne in eine Bildsprache gehen. Und zwar, als ich aus Berlin zurückgeflogen bin, in einem Passagierflugzeug, haben die durchgegeben, es gibt etwas Turbulenzen, ja, schnallen Sie sich an und so weiter. Ich hatte einen Fensterplatz und sah auf den Flügel und das gab doch vehemente Turbulenzen. Ich war dann da etwas sehr unruhig und habe immer auf den Flügel geschaut, weil der hat gewackelt wie verrückt, war ich mich wirklich nicht gewohnt. Und ich habe immer die Hoffnung gehabt, dass er hält, dass er dranbleibt, einfach so vom Gefühl her. Gott sei Dank hat das Gewitter dann wieder nachgelassen und siehe da, der Flügel war noch da und er ist in dieselbe Form zurückgekehrt. Er hat wirklich sehr starke Bewegungen gemacht. Da spricht man von der technischen Resilienz, also etwas, das belastet wird, sich verbiegt quasi, aber wieder in die Ursprungsposition zurückgeht. Mhm. Wenn wir jetzt vom Menschen sprechen und sagen, okay, gibt's das auch? Gibt es Kräfte in dem Moment, die, wenn was von außen kommt, sich teilweise auch verbiegen müssen, ja, sich anpassen müssen und nach dem Sturm oder mit dem Sturm begleiten, überwinden und so vielleicht am Schluss wieder dieselbe Art und Weise der Haltung, der Kraft oder vielleicht sogar, wir sind ja bio, noch eine bessere Voraussetzung nach diesem Prozess eigentlich inne liegt und inne lebt. Der Begriff der biopsychosozialen Resilienz kennt man teilweise schon, natürlich in der Psychologie, in der Medizin auch, in der Psychosomatik und auch in der Psychiatrie. Also man versucht immer herauszufinden, wo sind die Ressourcen, ich sage es eben mal Ressourcen, in der Psyche des Menschen, in der sozialen Interaktion, wo sind die Lager gefüllt mit Kräften und letztlich natürlich auch wo in der Biologie. In der Biologie ist es ja so, dass wenn ich jetzt beispielsweise Blut nehme und ich kann da irgendwas messen, Vitamin X oder Y spielt gar keine Rolle, dann ist das eine Messung, aber noch keine Aussage. Und die Fragestellung ist immer, was muss der Körper jetzt haben oder noch zuzüglich bekommen, dass er eine bestimmte Selbstwirksamkeit entwickeln kann, um so ein Gewitter zum Beispiel gut überstehen zu können. Das kann von Vitamin oder was weiß ich, welchen Teilen mit abhängen. Aber es spielt vielleicht immer noch mit eine viel größere Rolle. Wie ist es denn im Kontext? Also wie spielen Psyche, Seele, Geist und Körper, wie spielen die zusammen? Habe ich irgendwo genug Ressourcen, die ich anzapfen kann, um so eine Krise zum Beispiel entsprechend überwinden zu können? Und da habe ich das Glück eigentlich damit in der Forschung tätig zu sein. Weil letztlich ist es ja so, habe ich eine Krankheit oder bin ich krank, dann möchte ich die gerne überwinden. Und überwinden wäre ja ein Prozess, damit es mir nachher wieder gleich gut oder besser geht. Ich kann ja nicht einfach nur denken, so, okay, ich möchte die Krankheit abgestellt wissen. Das hätte nichts mit der Resilienz zu tun. Es gibt bestimmte Krankheitsmomente, wo man sagt, da muss man eine Vollbremsung einläuten, sonst ist die Krankheit zu schnell und zu intensiv, damit man Zeit gewinnt, um eben diese Entwicklung entsprechend noch mit durchmachen zu können. Mhm. Und da spielen alle diese Aspekte mit eine sehr, sehr große Rolle. Ich glaube, wir wissen auch, dass
je nachdem, was ich für eine Haltung in mir trage, was ich entwickeln durfte, spielt damit eine große Rolle. Gehe ich eher positiv und aufrecht durchs Leben? Der Wortbegriff sagt schon mit aufrecht. Hat das eine große Wirkung natürlich auf das Soma, auf den Körper selbst. Auch umgekehrt ist teilweise möglich. Wenn es meinem Körper sehr, sehr gut geht, hat das einen großen Einfluss, wie ich denn, wo meine große psychische Resilienzfähigkeit liegt. Ein Mensch, der jetzt ständig unter Schmerzen ist, man kann schon sagen, ja, das ist auch was psychosomatisch, aber das nützt dem Menschen im Moment nichts. Und es tut weh, es tut vielleicht sehr lange schon weh. Und natürlich schlägt das, wir kennen das so, schlägt das aufs Gemüt zum Beispiel. Darf ich eine ganz aktuelle Frage stellen? Wir haben ja gerade eine sehr, sehr spannende Zeit oder auch eine traurige Zeit, wie man sehen will. Aber genau hier haben wir doch in der Kommunikation von Ängsten, die ja jeder Zuschauer zu Hause ja möglicherweise auch hat in Bezug jetzt auf diesen Virus oder in Bezug auf eine mögliche Impfpflicht und so weiter. Was löst das denn aus in unserer biopsychosozialen Resilienz? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, eine sehr bedeutsame Frage. Hier kann ich nur eine Hypothese stellen, weil es noch keine. Eben, was wird letztlich dann herauskommen? Ich habe meine Tochter gefragt vor etwa 2 Monaten, sagen wir, was hältst du davon? Sie sagt, ja, ich lese es dann mal in den Geschichtsbüchern nach. Ja. Das war gar keine so schlechte Antwort, weil im Moment sind wir quasi am Deuten, am Interpretieren. Wenn ich aber darauf zurückgehe, dass wenn ich jeden Tag bombardiert werde mit Informationen, die mich sehr stark mitreißen, mit beeinträchtigen, weil sie mich selbst und vielleicht Dritte mit betrifft, dann kann das schon im Rahmen eines Nocebos auch mit zu viel werden, so dass mich das so arg beschäftigt in der Psyche, dass da natürlich die Schranke zwischen Psyche und Soma auch natürlich absolut mit eröffnet ist. Ist das nicht untersucht? Ist das nicht zu erwarten, dass es hier eigentlich eine Welle gibt, die eigentlich eine Folgeerscheinung ist aufgrund von den Maßnahmen, die da getroffen wurden oder der Kommunikation, die getroffen wurde? Wenn ich jetzt da Ja sagen würde oder sagen wollen würde, dann würde ich vielleicht auch ein Nocebo setzen. Ja, und sagen, ja, das wird schlimm werden. Ich bin jetzt eher der Mensch, der sagt, nee, für mich gibt es viel mehr Gutes als weniger Gutes. Wir sind im Moment in einer Krise, das ist korrekt. Wir haben Kräfte, wir haben auch soziale Komponenten, wir haben psychologische oder psychische Komponenten, auch körperliche, die uns mithelfen, etwas zu entwickeln und uns darüber hinaus zu tragen. Die Situation ist tragisch, natürlich. Wenn ich in der Resilienzforschung schaue, wie baut ein Mensch eigentlich Resilienzvolumen auf, dann bin ich eigentlich bei dem Begriff der sogenannten Vulnerabilität. Vulnerabilität bedeutet Verletzlichkeit. Auf dem Sofa sitzen und so eingewickelt sein, wird mir nicht so viel an Resilienzvermögen entwickeln. Ich muss mich also quasi wie hinaus begeben, ja, auf bildhaft wieder gesprochen. Ich muss etwas tun in meinem Leben und mich auch immer wieder ein wenig verletzlich sagen, weil das fördert eigentlich dann die Grundkraft im Menschen selbst. Das wird im Moment relativ eingeschränkt, natürlich, natürlich. Also die Situation aus allen unterschiedlichen Gesichtspunkten, die wünschen wir uns wirklich alle nicht. Ich bin ein wenig hin und her gerissen, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht die eine oder nur die andere Seite vertritt. Ich bin ein wenig hin und her gerissen, dass es einerseits quasi die medizinische Sichtweise gibt. Natürlich, da gibt es wieder unterschiedliche Auslegungen der entsprechenden Daten. Aber was es für den Menschen und für die Kultur und so weiter bedeutet, ist eine andere Seite, die auch mit ganz, ganz bedeutsam ist und mitentscheidend sein kann, wie das Ganze entsprechend verläuft. Da würde ich mir wünschen, man würde auch ganz, ganz noch etwas stärker vielleicht darauf achten, jetzt im Rahmen auch dieser nicht optimalen Situation. Ich persönlich möchte jetzt aber auch nicht unbedingt Bundesrat sein, der da das alles so oder so entscheiden muss. Nein, die müssen auch einen schulmedizinischen Weg gehen, vermutlich auch, und jetzt nicht einen komplexen, komplementärmedizinischen Ansatz verfolgen. Was ich eigentlich persönlich schade finde, ich finde auch die
dass viele Menschen erkranken, weil das Immunsystem einfach schwach ist, weil sie einfach ihre Gesundheit überhaupt nicht achten. Und ich finde, auch hier sollte man einen Pfeil einschlagen und sagen, du musst jetzt wirklich dich 10.000 Schritte machen jeden Tag, du musst wirklich aufpassen, dass du nicht zu viel kommst. Ich denke, oder einen Vitamin-D3-Haushalt hochhalten. Aber vielleicht kommt ja das noch. Aber du hast vorne einen Satz gesagt, der hat mir gerade gut getan. Ich möchte hier in dieser Sendung keinen Nocebo setzen. Super, hast du voll recht. Aber diese Nocebos werden täglich gesetzt in den Medien, in der Kommunikation. Ja. Was könntest du uns hier eigentlich empfehlen, wie wir lernen sollten, diese Informationen aufzunehmen, aber jetzt nicht als Nocebo, sondern eigentlich verarbeiten im Kopf so, dass wir hier jetzt nicht eine Negativschiene ins Laufen bringen? Ja, das ist also sehr, sehr bedeutsam, was du eigentlich jetzt sagst und fragst. Wenn ich eine ganz einfache Lösung hätte, würde ich die jetzt in 3 Minuten natürlich auch präsentieren. Aber was ganz wichtig ist, ist das, wenn mir etwas nicht gut tut, zum Beispiel eben Nocebos generell, sollte ich die tunlichst vermeiden. Ich würde da vielleicht auch versuchen zu unterscheiden, was ist im Moment vorgegeben, müssen wir jetzt das, wenn ich ins Studio komme zu dir, dann trage ich eine Maske, weil das gewünscht oder weil das empfohlen ist. Okay, natürlich, da bricht mir jetzt nichts ab. Das kann ich tun, ist okay. Was ich jetzt selbst davon halte, spielt dann nicht so eine oder eher eine untergeordnete Rolle. Das natürlich befolgen, aber würde ich mich jetzt gerne tagtäglich füttern wollen mit Informationen, wo ich denke, die tun mir überhaupt schon nicht mehr gut, ich bin nicht traurig, sondern ich bin langsam wütend oder ängstlich und so weiter. Da spielt manchmal die Kommunikation mit eine ganz, ganz große und tolle Rolle. Wenn wir uns jetzt eine Stunde unterhalten müssen über diese schreckliche Situation, wäre es vielleicht viel optimaler. Wir würden natürlich sprechen, aber vielleicht über das, wie du damit umgehst, sondern wie gehst du damit um, hast du gute Lösungen, habe ich gute Lösungen, so dass wir uns in einer möglichst stimmungsaufhellenden Situation begegnen können. Mhm. Irgendwann geht es vorbei. Mhm, klar. Aber wir können ja aus dieser Sache auch viel lernen. Und ich denke, das ist ja gerade das, was ja du auch die Professur hältst, diese psychosoziale Resilienz ist ja auch Kommunikation ein ganz großer Punkt. Wie rede ich mit meinem Gegenüber? Wie setze ich irgendwelche Placebos? Wie kann ich ihn aufbauen? Wie kann ich seine Selbstheilung stärken? Wie kriege ich eigentlich seinen Energiefluss wieder ins Fließen, damit er sein eigenes körperliches Wunder wieder in die Balance bringt? Ja. Hast du absolut recht. Das wäre der absolut optimale Schritt. Wenn es jedoch so ist, natürlich, dass ich jetzt sage, du, ich möchte dir was erzählen, was mich beschäftigt, was mich beängstigt und so weiter, kann es sehr gut sein, dass du damit in Resonanz gehst, weil es dir vielleicht ähnlich geht. Deswegen, und das ist nicht unbedingt sehr resilienzfördernd, mir geht es vielleicht nachher besser, ich wurde was los, oder es geht mir weniger besser, weil wir beide haben das Ganze vielleicht noch potenziert, man weiß es nicht. Sondern, dass man auch auf vielleicht so lösungsorientierte Ideen kommt. Du, wie gehst du positiv damit um? Hast du eine Idee, was ich noch machen könnte? Habe ich im Gegenzug eine Idee, was du noch machen könntest? Um einfach möglichst diese Resilienz entsprechend hocherhalten zu können. Das Problem, das wir ja immer haben, also oft haben, ist das, dass, darf ich das so sagen? Ich frage dich mal, darf ich sagen, dass der Mensch gar nicht so gerne denkt? Mhm. Darf ich das sagen? Ja, ja. Ja, gut. Also hier darfst du alles bei mir. Ist relativ gut untersucht auch. Und das heißt, wir reagieren meistens in Reflexen. Abgespeicherten. Ja, genau. Also wir rufen Dinge ab. Und je nachdem, wenn ich dich fragen würde, ich glaube, wir sind noch in diesem Jahrgang, wir mussten noch das 1x1 sehr stark auswendig lernen, glaube ich. Und das ist schon länger her. Wenn ich dich jetzt aber fragen würde, was gibt denn 5x5? Dann könntest du mir vermutlich die richtige Antwort sagen. Nein, das haben wir so lange trainiert. Das ist einfach so drin. Und wenn ich dich fragen würde, ja, wie kommst du jetzt drauf? Sagen wir, ja, das ist einfach so. Das heißt, wir rufen reflexartig Antworten ab. Und 7x7. Und jetzt gibt es viele, die sagen, ja, das weiß ich. Und so weiter und so weiter. Und das machen wir aber auch bei ganz, nicht beim 1x1, sondern bei dem Wetter und Papagei und so weiter, dass irgendwas ist gespeichert immer und ich rufe das reflexartig an, ich denke nicht darüber nach. Und das passiert oft jetzt im Moment auch, wenn man das immer wieder hört, dass die eine oder die andere Information, dass sie so in einem vielleicht negativ besetzten Gefühl abgespeichert wird, dass das sofort hoch aufgerufen wird, wenn ich nur das Wort schon wieder höre und so.
Und manchmal ist es gut, wieder neu eine Situation zu beurteilen, indem man ganz klar darüber nachdenkt. Oder wir sprechen, wir denken beide darüber nach und sprechen darüber zum Beispiel. Und nicht nur, was du für eine Meinung hast und ich, sondern dass wir tatsächlich davon oder auch darüber sprechen. Es ist ein wichtiger Punkt, darüber nachzudenken und nicht einfach etwas Abgespeichertes abzufragen. Und ich glaube auch, dass Denken unbequem ist und es eben auch sehr oft nicht gemacht wird. Das ist leider so, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Psychoneuroimmunologie betrachte, wo sagt, dass sehr viele entscheidende Krankheiten eigentlich immer wieder aus der Psyche entstehen und auch auf dem Körper manifestieren. Und ich jetzt diese Psyche im Verhältnis bringe zu diesen ständig laufenden negativen Negierungen, Nocebos, die gesetzt werden, dann müsste ich ja jetzt als denkender Mensch eins und eins zusammenzählen und sagen, das ist nicht gut. Ja, das ist für die Gesundheit selbst bestimmt nicht sehr förderlich. Ja, ich sage es mal sehr, sehr diplomatisch. Ist nicht sehr förderlich. Und deswegen auch die Fragestellung, was für eine Art von Selbstwirksamkeit könnte jetzt ein Mensch entwickeln, um zu sagen, okay, ich stelle fest, das tut mir nicht gut. Ganz viele Menschen sagen mir, ja, ich mag es nicht mehr hören, es tut mir nicht gut. Es triggert, es löst direkt Emotionen aus. Wenn man sich auch die Frage stellt und sagt, okay, wie kann ich diese Zeit so überwinden, überstehen und was könnte ich mir selbst auch Gutes tun, zum Beispiel. Ich habe da eine nette Geschichte. Als diese Maskenpflicht aufgekommen ist, habe ich mich ja selbst wirklich sehr schwer getan. Ja, ja, ja. Ich war so ein kleiner, trotziger Junge. Habe ich mir so, ja, ich war mir dessen nicht bewusst. So, und dann habe ich mal eine Analyse machen lassen zu mir über ein informationsfeldgesteuertes System. Und dann stand da zu 99,9% Relevanz, hör auf zu trotzen. Hoppla. Ich habe gelacht. Und ich konnte wirklich diese Sache loslassen. Ich trage jetzt auch problemlos die Maske, ich habe überhaupt kein Problem mehr mit. Aber ich habe mir ein Problem gemacht, hat mir nicht gut getan. Ja, ja. Und das war hier oben gespeichert. Und nur durch diesen Spiegelreflex, Sache erledigt. Ja, herrlich, wenn es natürlich so, jetzt wie bei diesem konkreten Beispiel, wenn es einem so eigentlich gespiegelt wird und man selbst damit tatsächlich etwas machen kann, das wäre jetzt auch eine gute Art von einer Lösungsstrategie, indem man sich selbst erkennt und sagt, okay, ist es denn wirklich so schlimm und wirklich so und so weiter? Oder kann ich situativ jetzt damit umgehen? Mhm. Ich möchte es nicht verharmlosen, das gar nicht, aber wie könnte ich denn gesund bleiben? Weil es gibt, natürlich gibt es einen danach und da möchte ich gerne. Aber ich kenne andere Leute, die gehen fast, die haben einen roten Kopf, die explodieren fast, wenn sie die Maske anziehen müssen. Und ich meine, das nützt nichts, es ist ja ein Gesetz und wir haben uns an die Gesetze zu halten. Also es gibt nichts, kein Wenn und kein Aber. Und sich jetzt darüber zu ärgern, bringt nichts. Es ist im Gegenteil, der wird ja krank durch diese Denkweise. Das ist immer diese Schwierigkeit. Ich kann das nachvollziehen, dass man trotz selbstverständlich, es gibt Menschen, die haben wirklich Panik unter der Maske. Mhm. Und da muss man schauen, da gibt es ja dann auch Mittel und Wege, wie kann man die entsprechend entlasten, diese Personen. Mhm. Aber wenn man jetzt davon ausgeht und sagt, okay, ich reg mich viel zu viel auf, ich habe in meinem Bekannten, also in meiner näheren Bekanntschaft habe ich Personen, wenn ich bei denen im Auto sitze, wir fahren in einen Stau hinten, dann die explodieren fast daneben, weil die sagen, das kann doch nicht sein und was ist das für ein blöder Stau. Der fährt noch 60 außer Rot. Ja, genau, und so weiter. Und, das ist teilweise, ja, also wenn einem das was bringt, ist okay, aber ich glaube, diese Art der Aufregung, und der Stau geht vermutlich dann auch nicht schneller und so weiter. Hier ist es auch immer lustig, gibt es dann mögliche Problembewältigungsstrategien, wenn das ein Problem ist. Jetzt kann ich nicht sagen, die Bewältigungsstrategie wäre die, dass man den Stau abschafft. Es gab einen Mentaltrainer, oder gibt es nach wie vor in Holland, der hat sich das mal zum Beispiel so einfallen lassen, dass wenn er im Stau ist, sagt, okay, dürfen wir hier in der Schweiz natürlich nicht tun, aber wenn ich im Stau stehe und die Motoren alle abgestellt sind, steige ich aus und verteile kleine Geschenke an die Leute rundherum und ich sehe, die haben immer riesen viel Freude. Und hat dann im Späteren gesagt, immer wenn ich einen Stau sehe, läuft mir schon fast das Wasser im Mund zusammen. Ich reibe mir die Hände, weil ich denke, jetzt kann ich wieder Geschenke verteilen. Also es muss ja nicht das genauso tun, aber sich in die Richtung überlegen, was tut dem Dritten, was tut den anderen, was tut mir selbst gut, bei einer Situation, die ich im Moment einfach nicht so einfach verändern kann. Jetzt möchte ich mal den Schwenker machen. So wie du denkst und wie du sprichst, da geht mir das Herz auf. Ich finde das sehr warmherzig und an der Ursache bezogen auch.
unglaublich wichtig, wenn sich ein Mensch gut fühlt, ja, und die Dinge dann auch übernimmt, die ihm gut tun, dann ist das ja sehr förderlich für seine Gesundheit. Jetzt, wie kann man dieses Steckenpferd der universitellen Ausrichtung wirklich übermünzen letztendlich in die ganzheitliche Medizin? Weil ich finde, das gehört ja zusammen. Jemand, der Arzt, muss mir eigentlich genau diesen Spiegel zeigen oder hinhalten. Wer sonst? Ja, wenn das Schulsystem macht es ja nicht, oder? Ja, wenn das seine Aufgabe ist, dann schon. Das ist manchmal gar nicht so einfach, kann ich mir auch vorstellen. Manchmal gar nicht so einfach, wenn jemand jetzt Medizin studiert, dann lernt er ein Modell. Und dieses Modell wird durch naturwissenschaftliche Gesichtspunkte gemessen und so weiter interpretiert. Das ist in sich stimmig, aber lange nicht das Einzige, das es gibt. Es gibt noch ganz, ganz viel mehr anderes. Wenn man Psychologie studiert, hat man da andere Modelle, andere Raster. Aber es wird auch wieder gemessen, interpretiert und so weiter. Mhm. Und wenn es darum geht, das heißt, wie geht es dem Menschen seiner Art und Weise, wie tankst du auf, beziehungsweise wie tanke denn ich auf, um meine großen Möglichkeiten in der Psyche, in der Seele oder im Körper, diese Resilienzen zu fördern, haben wir vielleicht ähnliche, aber bestimmt nicht die gleiche. Wir sind dann eher bei der individuellen Betrachtung. Und dafür gibt es quasi nicht jetzt die optimale, oder nicht die einzige Disziplin, die sich in all diesen Aspekten mit dem Thema der Resilienz, des Funkens des Lebens auseinandersetzt. Jeder von einem Teilbereich aus, aber niemand, jetzt der das etwas flächendeckender versucht anzuschauen. Deswegen auch immer mein Aspekt oder meine Fragestellung. Wir haben Top-Ärzte hier, das sind die Spezialisten, die Experten meiner Einschätzung nach für Krankheiten, nicht fürs Kranksein, das ist was anderes. Mhm. Krankheiten, da gibt es Schlüssel, ICD-Schlüssel, der Morbus, ich weiß nicht, wie der heißen soll, der hat eine Nummer. Das sind die Spezialisten und Experten. Wer ist denn Spezialisten und Experten aller Gesundheiten oder einer, deiner beispielsweise individuellen Gesundheit? Ja. Mhm. Da ist N, also wie viele Leute braucht es, um das zu beweisen? Ja, einer, dich, für deine Gesundheit. Mhm. Und so hat jeder seine natürlich auch. Und wäre optimal, wenn er sich damit ein wenig auseinandersetzen würde. Was ist meine individuelle Gesundheit? Kann ich die messen? Kann ich die spüren? Kann ich ein Gegenüber fragen, wie siehst du mich denn so? Oder was hältst du von mir, von der Gesundheit? Also ich gehe dann quasi in die Vulnerabilität, in diese Verletzlichkeit. Kann es sein, dass die Person etwas zu mir sagt, das mir gar nicht so passt? Ja, das ist diese Art von, aber es bringt mich dann an und für sich auch viel weiter. Also wenn ich meine Gesundheit suche, muss ich immer bei mir selbst beginnen. Ja, ich verstehe das schon, absolut. Die Selbstverantwortung ist A bis Z, aber letztendlich beschäftigen wir uns erst mit der Gesundheit, wenn wir mal krank sind. Wenn sie arbeitet, genau. Und dann sind wir in dieser Krankheitsindustrie drin, wo gearbeitet wird und geschaut wird, dass ich aus dieser Krankheit rauskomme. Aber eigentlich wäre das Gesundheitsmanagement viel entscheidender. Oder ein Gesundheitsdepartement, das wirklich sagt, das Volk muss gesund sein. So dass wir gar nicht diese Vielzahl von Krankenbettern besetzen müssen mit chronisch Kranken, sondern das eigentlich auch möglichst tief halten könnte. Dann wäre ein Riesenpotenzial, oder? Wäre ein Riesenpotenzial. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche. Also wir sind ja natürlich eingebettet. Ich gehe mal immer davon aus, grundsätzlich meinen es alle gut und möchten es alle gut machen. Und es gibt aber Systeme, die etwas unterschiedlich strukturiert sind. Ob ich jetzt in Ägypten bin und da vom Gesundheitssystem spreche, da kann man sich pro Krankheit versichern lassen, zum Beispiel nur nicht gegen Krebs, gibt es keine Versicherung und so weiter. Völlig ein anderes Modell. Okay. Und ich habe mal mit einem lieben Freund, der in Zürich seine Praxis hat, er hat mal gesagt, der müsste auch unbedingt mal kommen, glaube ich. Der hat mal gesagt, eigentlich müsste man das Ganze drehen und die Krankenversicherung müsste so sein. Das heißt, in der Grundversicherung ist eigentlich Naturheilkunde, Komplementärmedizin oder die biologische Medizin abgedeckt und in der Zusatzversicherung die fachspezifischen Disziplinen. Interessant. Das wäre was Interessantes. Ich habe das auch mal mit einer Krankenversicherung angeschaut. Was wäre dann, wenn? Ich weiß, dass es gesetzlich nicht geht, weil das sind andere Spielregeln. Aber interessant wäre, wie das Bewusstsein wachsen oder sich verändern würde im Hinblick auf die Gesundheit. Wenn ich mir überlegen muss, gegen welche Krankheit würde ich denn meine Versicherung abmachen und mich versichern lassen,
dann würde ich schauen, ja, möglichst gegen alle, nee, oder möglichst wenige, aber da muss ich schauen, dass ich die nicht bekomme und so weiter. Also es sind andere Bewusstseinszustände, die dann zeigen, wie bedeutsam es ist, möglichst eine hohe biopsychosoziale Resilienz in mir zu haben, um selbst körperlich oder über die Natur, über die gegebenen Mittel als eigener Experte Lösungsstrategien zu finden, um in der Gesundheit zu bleiben. Toll, ich habe noch nie ein Lösungssystem gehört, das funktionieren könnte. Das ist ein guter Ansatz, wenn die gesetzlichen Grundlagen dazu da wären. He? Genau, wenn das funktionieren würde. Die Gesetze lassen es selbstverständlich nicht zu, ja leider. Mhm. Aber ja, gut. Eine abschließende Frage noch. Was sind das eigentlich für Studenten, die zu euch, zu dir kommen letztendlich und sich mit dieser Ausrichtung beschäftigen? Das ist ein wenig unterschiedlich. Mein Forschungsauftrag kommt aus den Gesundheitswissenschaften und der geht in die Richtung der biopsychosozialen Resilienz, eben in diese, wo ist mehr, wo ist weniger. Wenn die Studenten Weiterbildung betreiben und so weiter, sind es meistens Mediziner, es sind Ärzte, die dann eine entsprechende Fachfortbildung machen, auch natürlich in die Richtung der integrativen Medizin. Das heißt, die machen aus ihrem Medizinmodell ein erweitertes Modell, um noch ganz andere Gesichtspunkte mit berücksichtigen zu wollen in der täglichen Praxis. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses hochinteressante Gespräch. Professor Dr. Urs Gruber, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke fürs Zusehen. Danke, dass Sie uns begleitet haben durch diese wunderbare Sendung hindurch, wo meiner Erachtens unglaublich viel Wärme und Zuversicht auch ausgestrahlt wurde. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.